All right, guys, today we're going to be reacting to tender, juicy, and delicious braised rabbit. Hey, keep it coming to these great videos about food, man. Love them. Never tried rabbit. My uncle still to this day still kill them in the backyard back in Puerto Rico and make them, but I never tried it. Let's see what's going on here. Thank you so much for the support. For more recommendations like this, links in the description, and be part of the Discord. Let's jump in. Let's see what's going on. So vertretbar. Soll jeder für sich selber entscheiden. Ich kann es nur empfehlen. Ist das Kaninchen geschmort. Super lecker. Dazu machen wir eine Soße. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Alright, let's go. Lecker, delicious. Oh man, that looks amazing. Bei Ratzfatz Schlemm. Copyright. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie die meisten bestimmt mitbekommen haben, haben die Gewichtsbeobachter ihr Konzept so ein bisschen überarbeitet, was die Sache für mich natürlich etwas schwerer macht. Ich habe Kartoffeln gewählt. Ah. Die sind jetzt für mich auch frei. Wer das nicht hat, das wird einfach etwas schwieriger. Ich werde trotzdem weiterhin die Dings da ansagen und im Zweifel muss jeder selber mal überschlagen, ob das für ihn selber auch passt. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Für das Kaninchen brauchen wir natürlich ein Kaninchen. Das hat hier so 1,5 Kilo etwa. Look at how lean that rabbit is. Wow. That is nice, man. Das nehmen wir gleich auseinander. Zeige ich euch wie. Zusätzlich brauchen wir ein Suppengrün, bestehend aus 3 Karotten in meinem Fall. Ein Stück Knollensellerie, ein bisschen Lauch. Dann brauchen wir noch eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Let's go, Steinpilze. Wow. Die waren getrocknet, die so habe ich jetzt. So clean, everything. It's just, I'm getting like inspired here. I'm getting like in the mood of, you know what I'm saying? Like, einfach in Wasser so ein bisschen, eingeweicht. Ja, und dann eigentlich nur noch Salz und Pfeffer. Und jetzt nehmen wir erstmal das Kaninchen auseinander. Die Creme Légère, die brauchen wir nachher auch noch. Das ist so 1,5 Teelöffel. Damit machen wir die Soße ein bisschen runder. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Wie eben schon gesagt, das Kaninchen müssen wir noch auseinander. That's lean. Wow, that is nice and clean. Look at that. I'm gonna tell my wife to use. We might change things around. I don't know how in the hell I'm gonna find a rabbit around here, but you know, it's not a bad idea. It's not a bad idea. Ander nehmen und zwar. Hier an den Rippen etwas entlang schneiden. Nur ja, das war zu weit hinten. Ja, nicht schlimm. Ay. Yeah, he just went in. Ah, the copyright is gonna be a problem, folks. I'm not gonna lie. Yeah, that music. When he says something, I'll put it back. Okay, we have the rabbit. He's just chopping it off. That's nice and lean, man. Okay, here we go. Okay, the music starts. Still playing in the background, folks. Now he's tightening him up. The stomach all tied together here in front. He's tied them up nice and juicy. Okay. So now... Jetzt wird das Fleisch so ein bisschen gesalzen. Und dann im Topf angebraten. 1 bis 2 Teelöffel Rapsöl. Ich habe hier so ein Rapsöl mit Buttergeschmack. In den Topf geben, heiß werden lassen und dann wird das Fleisch kräftig angebracht. A little bit of oil, huh? 5 Minuten etwa. That's nice. Let me see what we have here. Good. A little bit of oil, I noticed. Only a little bit, just to create that sparkly sound.
faseriges Fleisch. Ja, ganz, ganz lecker. Oh man, I love that sound. Oh my god. It's cold outside. Oh dude, no, you didn't put that song. There you go. Nice onions. Good. That's what kind of, what is that thing? I don't know what vegetable is that. Can you guys let me know in the comment section below what kind of vegetable is that? I would like to know what kind of vegetable is that. It seems like a lot of Germans, they actually use that vegetable. Okay. That's a carrot. Nice and clean. He's chopping. He's a chef, you can tell. Very professional chef. Look at those cuts. Beautiful. Alright, cutting that as well. Looks nice, man. Nice and clean. Some of the onion, garlics, and So that's how he does it. Okay. It's a celery. Cutting the celery, right? So, den Rest Röstaromen werden wir jetzt unser. Still, we have to mention there are a lot of German food that still use some of that gravy left from the meat, which is very interesting. Wurzelgemüse anbraten. I find it very interesting. There we go, and he mixes it up. Mit Knoblauch und Zwiebel und allem drum und dran. Tomato so sauce. Etwa einen halben bis ein Esslöffel Tomatenmark kommt noch ran. Und das lasse ich auch noch mal kurz anrösten. There we go. Oh, that's nice. So, wenn das Gemüse so ein bisschen angedünstet ist, dann können wir das ablöschen mit dem Rotwein. Let's go. So, das waren jetzt genau 100 Milliliter. Und dann füllen wir mit Gemüsebrühe auf. Und legen das Fleisch zurück. Okay. That's a new one. Einmal umrühren vorher. Mix it up. Und die Steinpilze. What the hell is that? Mushrooms, okay. Kommen jetzt auch noch dazu. Mit dem Wasser. Da ist Geschmack drin. Und dann legen wir das schöne Fleisch dazu. Und dann kann das so eine Stunde bei niedriger Hitze so leicht köcheln und ja, vor sich hin schmoren. Das Kaninchen hat jetzt eine Stunde lang vor sich hin geschmort. Ich habe die Soße schon mal gekostet. Die ist schon mal echt lecker durch die Pilze. Die hat schön Volumen. Und jetzt nehme ich das Fleisch raus und werde die Soße durch ein Sieb geben. Und dann kochen wir uns die nochmal auf, machen ein bisschen Creme Légère ran und binden die ab mit Kartoffelstärke. Und dann kann ich endlich mal wieder kosten. Wow, look at that beautiful. Oh, wow, that's amazing. Look at that, wow. Look at that. He's not talking, okay? Oh my goodness, Lord. Look at that, folks. That thing looks like it's gonna fall apart. And the gravy. I was about to say, I might try that myself. I need to get a drainer. I don't have a drainer. I have a small one, but it's not that big. Every time that I cut my vegetables and I make like a soup, like a gumbo, while cooking the meat, I'm gonna do that. And also, it's very healthy. You're avoiding a lot of carbohydrates, so. Tomorrow. That's a nice too. Creme légère da rein. Some cream. This is what makes it very gravy. Dann darf das noch mal kurz aufkochen. So, und wenn die Soße kocht, dann geben wir nach und nach so ein bisschen Stärke rein, die wir uns mit kaltem Wasser angerührt haben. Und schauen, bis die Soße so dick ist, wie wir sie haben wollen. Und noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer muss rein. Wow. Besser. Und wenn die Soße fertig ist, dann. Oh my god, he's deep in it again. Well, this dude, he knows what he's doing, man. He knows what he's doing. Lass ich das Fleisch noch mal ganz kurz warm werden. Und dann können wir auch schon essen. Man, I might
fine. Oh man, I'm just Man, I might just find a rabbit now and just start cooking like this. Wow. Bravo. 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 The celery and everything, the potatoes. The song, the music. I don't want to hear it. Euch hat das Video gefallen. Und im Prinzip ist das alles gar nicht so aufwendig. Bisschen Schnippelarbeit und ja, geht eigentlich. Aber furchtbar lecker. Und heute sind wir bei Elfdingster. Und auf diese Elfdingster freue ich mich, denn jetzt darf ich kosten. Boah, ein Gedicht. Echt ein Gedicht. Ein ganz zartes Fleisch. Ja. Einfach lecker. Lecker, so, delicious. Und den Rotkohl von. That's what lecker means, delicious. In der letzten Woche, den kann ich auch endlich jetzt mal kosten. Wow, hey, shout out to the guy, man. Nice job, bro. Nice job. You really did a good job there, man. Wow. Presentation, top of the game. Sound, top of the game. The only thing, bro, you have to take out the music out, man. That's going to mess up your YouTube channel. And if people want to react to your content, which you have very good content, I'm not going to lie. Your content, it's on top of the game. The lighting is good. The sound is good. The changing of camera angles is good. Man, shout out to you, bro. Well, keep it coming. Keep it coming. Let me know what you guys see in the comment section below. And let me know if you guys try rabbits. I haven't tried rabbit. But you guys can tell me in the comment section how that tastes. I'll see you in the next one.